Stellt euch vor, das ist der See Genezareth. Der See liegt ruhig da. Alles ist friedlich und still. Dann kommt Sturm auf. Hui, das Wasser wird aufgewühlt. Und alles wird durcheinander gewirbelt. Langsam schwächt sich der Wind wieder ab und das Wasser wird wieder ruhig. Das Wasser ist ein Symbol für das Leben. Ein steter Wechsel von Ruhe und Chaos. Und manchmal, urplötzlich, kann das Leben auch bedrohlich werden. Dann steht uns das Wasser bis zum Hals. Jesus und seine Freunde und Freundinnen sind unterwegs. Sie kommen an den See. Am Ufer liegt ein Boot. Jesus sagt: Fahrt ihr doch schon einmal los, ich komme später nach. Die Freunde und Freundinnen fahren über den See. Jesus bleibt allein am Ufer zurück und betet. Da kommt Wind auf. Die Wellen werden immer höher, der Sturm immer schlimmer. Petrus und die anderen haben Angst. Sie rufen: Die Wellen sind so hoch, der Wind ist so stark, Hilfe! Das Wasser steht uns bis zum Hals. Und dann sehen sie etwas auf dem Wasser. Die Freunde und Freundinnen erkennen gar nicht, was sie sehen. Und jemand sagt: Oh je, da kommt etwas auf dem Wasser. Was ist das? Ein Gespenst? Hilfe! Da passiert etwas Seltsames. Sie hören etwas. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Da steht Petrus auf und ruft: Das ist Jesus! Jesus, du bist das! Du bist großartig! Du hast Macht über das Wasser! Du kannst über das Wasser gehen! Sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Ja, sagt Jesus, komm her zu mir, Petrus. Und Petrus geht los. Er schaut nicht nach links oder rechts, nur auf Jesus und geht tatsächlich auf dem Wasser, ohne unterzugehen. Wow! Aber da macht er einen Fehler. Er wirft einen Blick zur Seite und sieht die hohen Wellen. Petrus sinkt. Hilfe! Jesus, rette mich! Aber da ist Jesus auch schon bei ihm. Der Sturm lässt nach. Das Wasser beruhigt sich wieder. Petrus und alle anderen sitzen mit Jesus erleichtert im Boot. Sie sind froh, dass sie Jesus zum Freund haben.